Der Lichtblickhof erstrahlt seit einigen Wochen im neuen Glanz. Das neue barrierefreie Gebäude mit Zimmer, Küche und Freizeitraum konnte vor kurzem in Betrieb gehen. Die Ekotherapie, die Therapie mit Pferden, beruht auf der besonderen Begabung der Tiere, nonverbale Körperimpulse zu erkennen, um so mit dem Therapeuten zu arbeiten. Viele Arbeiten am Hof passieren aber ehrenamtlich. Der Helfertag ist ganz wichtig, weil die vielen Tätigkeiten rund um den Hof, die Weiden von Steinen befreien, eine Scheune neu verbrettern und so weiter, das sind Dinge, die schafft man im Alltag nicht. Das ganze Projekt steht auf ehrenamtlichen Beinen und deswegen ist es ganz wichtig, dass einfach viele Menschen zusammenhelfen. Ohne den Helfertag wäre am Lichtblickhof vieles nicht möglich. An 4 Wochenenden im Jahr werden Helfertage organisiert, um die verschiedensten Arbeiten außerhalb des Therapiebetriebes umsetzen zu können. Seit Beginn des Projektes haben da bereits tausende Menschen mitgeholfen. Ich bin die Tamina und ich bin die Elena. Und wir helfen damit, weil es für einen guten Zweck ist und weil wir da gerne mithelfen. Ja, jetzt sind wir da. Ja, ich bin auch deswegen, weil es halt für einen guten Zweck ist. Also wir räumen gerade die Pferdeäpfel weg von der Weide. Fleißig, fleißig, denken sich vermutlich die Schafe, die von der Ferne aus zuschauen. Die mehrere Hektar große Wiese muss natürlich regelmäßig gepflegt werden, dienen sie den Pferden doch als Erholungsraum. Seit 14 Jahren kommen immer wieder Menschen, um das Projekt ehrenamtlich zu unterstützen. Es gibt sogar Firmen, die geschlossen zu Helfertagen kommen. Auch der Zubau des neuen Gebäudes wurde zu 90% durch Freiwillige realisiert. Ich helfe gern, immer wenn es Not am Mann ist oder es könnte ruhig auch öfters sein. Es ist so eine harmonische Harmonie da herum, dass man da, es ist ein Ausgleich gegenüber zum Alltag. Und zusätzlich lernt man sich bei der Arbeit auch besser kennen. Es ist eine körperliche Arbeit, die heute von vielen Menschen in dieser Form nicht mehr verrichtet wird. Infos, wie man helfen kann, findet man unter www.lichtblickhof.at.